Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im TSW, im Trains in World. Wir fahren in dieser Folge mit einem HST Class 43 von London Paddington nach Reading. Ihr hattet euch ja Fernverkehr gewünscht, hat ja eine Abstimmung letzte Folge gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir, wollen wir? Fahrgäste sind schon eingestiegen scheinbar. Können wir noch einmal ganz kurz aussteigen, den Zug angucken. Wir wollen nicht viel zu spät sein, aber ich will ihn euch einmal zeigen von vorne. So sieht das Ganze schön, der schöne Zug aus. Hier in London Paddington stehen wir gerade. Natürlich diese, die Briten haben es ja so mit diese Triebwagen. Dann lass uns auch mal einsteigen. Wie kommen wir jetzt wieder rein? Ach so, ja, muss man gar keine Stufe mitnehmen. So, stufenloser Einstieg nennt man sowas. Ja, dann wollen wir mal losfahren, ne? Dann müssen wir mal die Zugbremse lösen. Und dann ein bisschen Leistung ausschalten. Haben wir denn einmal Intriken, Leistung aufschalten. Na, komm her. Hab ich doch gerade. Ach, ich muss jetzt Intriken. Doch nicht? Hä, was ist los? Ach, Fahrtrichtungswender. Ich bin auch doof. Richtungswender vorwärts. Muss dann erstmal einstellen, sonst kommt man natürlich nicht weg. Das war da ein Fehler. Fahrtrichtungswender nach vorne. Sollte ich eigentlich langsam mal wissen. Ist in jeder Lok dasselbe. Und dann können wir auch langsam Leistung aufschalten. Und los geht's Richtung Reading. Also ein bisschen Hochgeschwindigkeit im TSW sind wir bisher noch gar nicht gefahren. Ist ja auch der einzige Hochgeschwindigkeitszug, den es hierfür gibt. Auf der USA-Strecke, also auf der ersten Uhr, auf der alten USA-Strecke gibt es nur Güterzüge und in Deutschland gibt es halt nur den Talent 2. Auf der Leipziger S-Bahn-Strecke. Jetzt ja in den nächsten Tagen. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar bei der Folge, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wird sie dann noch nicht raus sein, weil ich wollte das nicht relativ pünktlich machen. Kommt ja auch eine neue Erweiterung für den TSW. Und zwar geht es dann ab nach New York. Was haben wir eigentlich für eine Vorgabe? Was soll jetzt höchstens 45 oder so, was wir höchstens fahren dürfen? Und dann wollen wir mal gucken, wie wir uns in New York schlagen. Freue ich mich auch schon richtig drauf. Habe ich mir auch gekauft schon. Vorbestellt. Dann wollen wir mal sehen, wie New York so wird. Ich habe schon gesehen, verschiedene Züge. Also wir haben nicht nur einen Zug, was schon mal ganz gut ist. Finde ich ein bisschen schade, dass wir bei Leipzig nur einen Zug eingebaut haben, nur den Talent 2. Deswegen vielleicht ein bisschen interessanter, weil wir ein paar mehr Züge haben. So, bist du wieder auf Leerlauf. Wir sind ja fast auf der Geschwindigkeit hier. Wir haben, wie gesagt, 34 Meilen. Wir halten, glaube ich, nur noch in Reading. Ja, das ist ein Direktzug. Direkt nach Reading. Also wirklich Hochgeschwindigkeit. Hier ist auch noch ein bisschen Verkehr in London. Das Ganze spielt im Winter, wie ihr sicherlich schon gesehen habt. Ich habe das jetzt einfach nochmal gewählt, weil wir hier in den letzten Tagen nochmal ein bisschen Schnee hatten. Ich glaube in ganz Deutschland eigentlich. War. Letzten Tage heißt bei mir das letzte Wochenende. Da hat es ja nochmal geschneit heute am Samstag. Und vor Samstag hat es heute nochmal geschneit. Auf jeden Fall hat Schnee nochmal gelegen. Gestern hat es ja auch geschneit und so. Also es liegt auf jeden Fall Schnee ein bisschen. Das habe ich mir zum Anlass genommen, nochmal, bevor es ganz unrealistisch wird, nochmal hier ein bisschen zu fahren. Ein bisschen im Schnee zu fahren, weil ich das auch ganz schön finde. Es ist, wie gesagt, so eine morgendliche Stimmung, was ich sehr, sehr geil finde mit dem Sonnenaufgang. Also wir werden langsam die Sonne aufgehen sehen. Wir haben noch ein bisschen zu fahren, also wir werden was fahren wir? Wann sind wir da? 8.17 Uhr. Dann was. Ja, ein bisschen was fahren wir. Oh, wir sind zu schnell, merke ich gerade. Deutlich zu schnell. Ein bisschen wieder runterschalten hier. Leicht Bremse ziehen können wir ja auch mal. Habe ich schon gesehen. 50 dürfen wir gleich wieder. Da bleiben wir jetzt aber bei den 50. Hochgeschwindigkeit kommt gleich erst. Dass wir hier nur ein bisschen überweichen. Und dass wir Hochgeschwindigkeit fahren dürfen, kommt gleich. Freuen wir auch schon, wenn wir mal voll durchbeschleunigen können hier. Wir haben auf MPH gestellt, das ist realistisch. Weil wir halt auch in Großbritannien fahren, finde ich es dann aber unschön, wenn wir dann auf km/h stellen. Da kommt noch ein Gegenzug. Ein Regionalzug hier noch. Vielleicht sehen wir auch noch einen Güterzug, wäre ganz cool. Class 66 oder Class 66, Deutsch.
die ja auch hier mit den DB Schenker-Wagen fährt. Da die Deutsche Bahn, ja. Oder DB Schenker zumindest, ja, dann nochmal ein eigenes Unternehmen. Hier auch in Großbritannien viel fährt wohl. Wir können jetzt hier schon mal ein bisschen beschleunigen. 100 ist schon mal gut. 125 wird, glaube ich, das höchste der Gefühle bleiben, was wir heute fahren dürfen. Kann man eigentlich schon mal richtig hier. Da habe ich gerade echt die Zugbremse angelegt. Ich bin doof. Ja, ich wollte nicht die Zugbremse anlösen. Ich wollte Gas geben. Geschwindigkeit aufbauen. Jetzt haben wir schon richtig die Motoren, wie sie am. Höchste Fahrstufe haben wir jetzt eingestellt, wie sie am Rattern sind. Da kommt ein Gegenzug. Übrigens, wir haben kein Licht an, ne? Einmal kurz gucken, wie war denn das Licht nochmal? Zugversorgungshelligkeit. Froster-Ersatz. Nein, wo war das Licht? Alles grün vor uns, ja. Hätte man ja auch mal Feuer machen können. Ja, ich habe wieder. Signal können wir auch mal testen. Machen wir aber nachher, wenn wir nochmal haben, Spitzensignale aus. Tag. Ja, das wollte ich nämlich. Tag. Kein Lichter. Marker. Tag, Spitzensignal oder Nachtspitzensignale. Wir machen mal Tag. Jetzt wird ja langsam Tag. Mal zumindest hier mal Lichter an. Lass vor mal. Können wir uns auch mal angucken. Sehr, sehr cool, wie hier fährt. Fällt mir sehr gut. Sonne würde wahrscheinlich in der Richtung aufgehen, ne? Es ist ja Great Western, also Richtung Westen raus. Ja, müsste ja eigentlich dann in der Richtung aufgehen. Wenn ich jetzt nicht völlig verkalkt bin. Ne, im Osten geht die Sonne auf, ne? Geht im Osten oder Westen die Sonne auf? Müsste man eigentlich mal wissen, ne? Hä? Ja? Es gibt so einen schlauen Spruch. Im Osten, ich weiß nur, dass im Norden sie nie zu sehen ist. Also Norden wird schon mal nicht sein, im Süden nimmt sie ihren Lauf. Aber jetzt mit Osten und Westen. Wir werden es sehen. Natürlich weiß ich das. Ich will jetzt auch schon ein bisschen Spannung halten. Natürlich. Also nicht, dass ihr glaubt, das würde ich nicht wissen oder so. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Westen, Osten. Aha, egal. Ich habe so manchmal so peinliche Dinger. Kennt ihr das auch, wenn ihr zum Beispiel irgendwie was sortiert nach Buchstaben und dann überlegen müsst, das Alphabet durchgehen müsst, weil ihr euch nicht sicher seid, welcher Buchstabe jetzt zuerst im Alphabet steht? Natürlich nicht bei den ersten 5, 6, sondern so, wenn ihr jetzt sagst, meinetwegen, keine Ahnung, irgendwelche Buchstaben, die in der Mitte des Alphabets stehen, dann wurde dann nochmal das Alphabet im Kopf durchgehen. So ein Ding ist das auch gerade. Normalerweise sollte man das wissen, aber... Manchmal ist halt man, ein bisschen verkalkt, ein bisschen doof. So. Da noch ein Regionalzug. Dann nehmen wir jetzt hier vorbeizogen. Wir sind jetzt hier auf dem Fernverkehrsgleis. Wir können ordentlich durchbeschleunigen. Wir haben 125 jetzt Höchstgeschwindigkeit. Also wir fahren jetzt schon mal ein bisschen schneller, was ganz cool aussieht. 29 Meilen insgesamt. Das ist die gesamte Strecke, die wir hier zur Verfügung haben. Eine ETA haben wir ja auch nicht, ne? Also eine ungefähre Ankunftszeit. Wir haben nur, wann wir da sein sollten. Also eine ETA heißt ungefähre Ankunftszeit. Das ist irgendwie berechnet, aber nein. Das werden wir sehen, ob wir das pünktlich schaffen. Ich meine, am Anfang haben wir ja ein bisschen Geschwindigkeit verhauen. Wobei ich irgendwie den gebremst habe oder so ein Quatsch. Das kommt schon mal vor. Aber. Was ist das denn? Wieder Grafikfehler hatte ich. Habe ich ja öfter leider mal im Spiel. Naja, gut. Ich mag die Atmosphäre irgendwie von diesem Schnee-Sonnenaufgang. Das ist schon geil. Wirklich schön. Jetzt über das Aquädukt hier. Viadukt, nicht Aquädukt. So. Alles grün. Ich denke mal, wir werden noch die ganze Fahrt über grüne Signale haben. Hoffentlich.
Ich kann es nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich denke mal schon. Muss na, trotzdem sollte man das ein oder andere Auge auf die Signale haben, aber ich hoffe, dass wir gut durchkommen. Ich sehe direkt wieder an Häusern vorbei. So Schallschutzwände haben wir hier. Das gibt es hier in. Sehe ich hier überhaupt nicht an der Strecke, ne? Oder bin ich jetzt blöd? Lädt da wahrscheinlich nicht rein, weil ich zu schnell bin. Nein, aber ich überlege gerade, gibt es hier Schallschutzwände in Großbritannien? Sollte es. Wäre ein bisschen doof, wenn nicht, ne? Für die armen Anwohner. Aber so hier rechts, links gar nicht, ne? Ist das ein Haus? Was ist das überhaupt für ein Ding hier? Ach, so ein Gasometer ist das hier, das alles. Glaube ich. So, wollen wir mal gucken, wie schnell der Zug jetzt aussieht. Das ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit, so langsam. Also, er zieht schon ganz schön durch die Lande hier. Was cool ist. Ich mag das ab und zu mal von außen drauf zu schauen. So, wieder rein. In den Zug. Links noch irgendwie ein Betonwerk oder so. Da können wir auch mal mit. Heute mal mit dem Güterzug fahren, aber nächstes ist wahrscheinlich ein TSW. Wird jetzt erstmal in Richtung New York gehen, wenn das rauskommt. Am 20. ist ja schon in 3 Tagen. Hast du für Dienstag oder so? Da freue ich mich irgendwie auch schon. Also, freue ich mich wirklich schon drauf irgendwie. Immer auf neue Strecken freue ich mich generell, aber. Wenn das gut umgesetzt wird, kann ich mir das cool vorstellen. Ich hoffe halt, dass sie ein bisschen Realismus einbauen. In Leipzig ist ja wirklich so, dass man teilweise die Gebäude, die man sehen müsste, gar nicht sieht. Aus der Distanz ein bisschen freier interpretiert, möchte ich sagen. Das hoffe ich auch, dass die zumindest in New York, wo die Skyline jetzt wirklich für jeden bekannt ist, die, ich nenne es mal Skyline, Anführungszeichen von Leipzig, also das Hochhaus, so viele gibt es ja nicht, das ist vielleicht nicht jedem bekannt, wo da steht und was man von wo sieht. Aber zumindest in New York sollte man dann schon, dass man das One World Trade Center sieht, dass man hier das Chrysler Building vielleicht mal sieht. Ich weiß nicht, ob wir am Big Apple vorbeifahren oder ob wir einfach nur abtauchen. Normalerweise tauchen nämlich in New York die ganzen Züge einfach ab und sind weg. Und sieht man gar nichts mehr von der Stadt. Aber vielleicht haben wir Glück, so ein bisschen die Silhouette aus der Entfernung wäre ganz schön, wenn wir die sehen würden. Das finde ich doch ganz cool. So, hier die typischen Häuser, in denen vielleicht einer auch irgendwo gleich ein Zauberschüler rauskommt, weil in Harry Potter wurde auch in so einem Haus. Das ist ja auch so krass, wenn sie dann so die Nachbarschaft von Harry Potter dann so rausfilmen. Es gibt dann mal schon so Übersichten. Oh, wir sind zu schnell, merke ich gerade. Dann sollte man vielleicht mal Leistung rausnehmen. Ja, ist das da? Wollen sie so die Nachbarschaft von Harry Potter zeigen, und du einfach nur so, du siehst kilometerweise nur diese roten Backsteinhäuser. Das ist schon relativ eintönig, würde ich sagen. So ein bisschen Leistung können wir gleich wieder drin haben, damit wir ein bisschen Geschwindigkeit halten. Machen wir 3. Gucken, ob er jetzt noch beschleunigt oder ob er auch. Ja, verliert noch Geschwindigkeit. Das ist gut. Jetzt 1 km/h drüber. 20 Meilen noch bis Reading. 15 Minuten sind wir schon gefahren. Ich weiß nicht, was hatten wir denn vorhin? 40, ne? Ich glaube, die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Also 14 Minuten. Kann das sein, dass wir 14 Minuten fahren? Na, wir sind ja am Anfang auch relativ langsam gefahren. Also wir werden jetzt bis Reading, fast bis Reading durch. Ich bin die Strecke auch schon mal gefahren. Auf einem anderen Account. Ich habe jetzt 2 Accounts. Einmal mein Account hier für das Let's Play, wo ich eigentlich versuche auch so ein bisschen, dass wir so ein bisschen, dass man auch so ein bisschen sieht, wie ich vorankomme in der Karriere. Oh, gelbes Signal. Gut. Leistung raus. Bremsbereit sein. Gelbes Signal ist kein gutes Zeichen. Und das bleibt auch gelb. Immer noch ein gelbes Signal vor uns. Ich werde ein bisschen schon mal die Bremse reinhauen, dass wir nicht, dass wir nachher bremsen können. Sollte jetzt danach auch mal auf ein rotes kommen. Mal das mit 80, ein bisschen können wir noch. So, was kommt danach? Rot, okay. So viel zum Thema, bleiben wir auf grüne Signale und so.
Schaffen wir das? Müssen wir, oder? Komm. Ja, das schaffen wir. Vorzüglich, jetzt kommen wir schon. So viel brauchen wir nicht. Ich will ja nicht zu. Ein bisschen, haben wir noch ein bisschen Distanz. Rollen wir uns mal gegen das rote Signal. Bei Leistung aufschalten dürften wir jetzt zumindest in Deutschland offiziell nicht mehr. Da darf man nicht gegen rotes Signal rollen. Ja, dann sollten wir jetzt mal die Bremse nochmal. Ich habe nur Angst, dass wir gleich über das rote Signal rollen. Ich bin schneller als gedacht. Übrigens, warum mache ich das schon wieder so? Ich wollte es doch eigentlich nicht mehr so machen. Leistung raus. So. Was ist hier los? Warum ist das rot? Ne, wir werden es erfahren. Wahrscheinlich, wenn es grün ist, werden wir es sehen. Weil letztes Mal, dass wir vorhin ein bisschen schnell gefahren sind. Dass wir deswegen noch keine Freigabe haben. Rollen wir mal so langsam das rote Signal zu. Jetzt stehen wir da und gucken drauf. Wo stehen wir denn hier? Welchen Bahnhof? Hoffen wir, dass es noch grün wird, ne? Viel mehr können wir damit nicht tun. Mal aufstehen vielleicht. Ja. Komm, wir stehen mal auf. Wir können ja leider den Zug nicht rein, sonst würde ich den Zug nochmal in der Zeit zeigen. Ich weiß auch nicht, ob das Signal jetzt rot bleibt. Sagt es immer noch rot. Okay. Hier steht auch HST. Castor. Das ist ja nicht Rating hier. Nein, ist das nicht. Slow. Müssen wir einen Slow halten? Nein, müssen wir nicht. Komisch. Sonst würde da oben nicht stehen, dass wir ein Rating halten müssen. Ja, wir können auch nicht die Türen öffnen. Das hätte mich auch gewundert. So, wir können aber mal, solange wir hier ein rotes Signal haben, in den Wagen gehen. Da kommen wir nicht rein. Jetzt ist grün. Na super. Da wollte ich gerade in den Wagen steigen. Gut, dann müssen wir jetzt wieder rein. Schön zu. Es geht weiter. Ich wollte gerade mal den Wagen zeigen. Gut, dann geht's weiter. Gelbes Signal allerdings. Wir können ein bisschen. Sollten nicht zu schnell werden. Weil das nächste ist auch wieder rot. Da fährt irgendwas vor uns her, glaube ich. Boah, was denn? Fernverkehrszug. Weil da hinten haben wir wieder rot. Hätten wir trotzdem ausstellen können, aber gut, ich will ja jetzt auch keine Zeit verschwenden. Na, ist auch auf Gelb gesprungen. So, also vielleicht können wir jetzt ein bisschen stärker beschleunigen. Dass wir uns das vielleicht mal gleich mal grüner zeigt, dass wir dann, dass der andere Zug aus dem Blockabstand rausfährt. Also es ist auf jeden Fall ein Zug vor uns. Weil sonst wäre das ja gerade nicht auf Gelb gesprungen. Außerdem, was soll sonst hier passieren? Also normalerweise gibt es in diesen Szenarien halt nur, dass ein Zug vor dir ist. Aber es kommt auch mal vor, dass du vor ein rotes Signal kommst. Deswegen musst du da schon ein bisschen aufpassen. Hatte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Und ich wäre ja nicht zum ersten Mal gewesen, dass ich über ein rotes Signal hinausgedonnert wäre. Deswegen. Wir kriegen uns fleißig Punkte rechts oben. Das ist ganz nett. So. 0,8 Meilen. Es bleibt aber gelb, ne? Ist noch nicht grün. Das heißt, wir haben noch keine volle freie Fahrt. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal bremsbereit. Was weiß ich, falls höchstens 50, 60 Meilen. Bis wir grün haben, dass wir dann wieder beschleunigen können. Vielleicht werden wir auch. Ah, jetzt kann man grün. Jetzt kann man ein bisschen Leistung mehr aufschalten. So, komm. Hoffentlich ist das vor uns auch irgendwie ein Fernverkehrszug. Dass wir dann nicht, jetzt jahrelang hinterher ducken, hätte ich was gesagt. Ich meine aber, dass wir jetzt dann nicht irgendwie Probleme kriegen sollten. Die Oberleitung werden wieder nicht geladen. Aber gut, brauchen wir eh nicht, diese Triebwagen. So. Auch schon cool. Es ist schon deutlich heller geworden, wie man sieht. Ich mag es, wenn man in den Morgen reinfährt. Das ist echt eine geile Atmosphäre.
Hier sieht es irgendwie dunkler aus, aber wenn in die andere Richtung guckt, schon deutlich heller. Ja, hier über die Brücke, auch schön. Die Brücke im Hintergrund. Ja, schön. So, grün vor uns. Das heißt, wir haben hoffentlich jetzt keine Probleme mehr, bis wir in Reading sind. Wir haben ausgerechnet genau in Slow gehalten und da hält nämlich manchmal der Fernverkehrszug auch. Also ich bin öfter schon gefahren, ah komm, jetzt kommt schon wieder gelb. Dann war vielleicht noch ein bisschen, ich nehme mal wieder die Leistung raus. Ich habe jetzt aber keinen Bock hier die ganze Zeit hinterher zu duckeln, dass wir die ganze Zeit hinterher bremsen müssen. Na, ist grün jetzt wieder, gut. Also der fährt irgendwas vor uns her und ist nicht so schnell. Der fährt irgendwie 80 Meilen oder sowas. Güterzug, kann ich mir gut vorstellen. Oder wir sind einfach viel zu schnell für unseren Zeitplan. Aber keine Ahnung. So. Vorne ist auch grün. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt wieder. Vielleicht haben wir ihn nicht. Vielleicht ist er abgebogen oder so. Vielleicht sehen wir ihn gleich nochmal, den Kollegen, der uns ausgebremst hat hier. Ich will mal einfach von außen angucken. Und dann will ich einmal hupen. Hupen heißt das nicht. Das heißt hornen. Beziehungsweise Signal geben. Oder wie man es auch immer nennen will. Oh, guck mal, außen sieht man die. Ne, hat er gerade noch kurz reingeladen, die Oberleitung. Jetzt hat er sie wieder reingeladen. So. Das mit Oberleitung ist halt schon ein bisschen doof, dass das wahrscheinlich so reingeht. So. Es bleibt grün. Das freut mich doch sehr. Was daran lag, dass wir wirklich vorhin ein bisschen zu schnell waren? Wahrscheinlich, ne? Also wir sind ja einmal in einer Kurzhitter London. Also Kurzhitter Paddock. Wirklich ein Stückchen zu schnell gewesen. Und dann einmal vorhin auf 129, dann 125. Aber gut. Das hat uns jetzt so runtergebremst, dass wir da gehalten haben. So. 13 Meilen noch. Drei Viertel der Strecke ist geschafft. Bei den Fahrgästen hinten drin ist jetzt gut. Eigentlich müsste man den Fernverkehrszug wirklich nochmal von innen zeigen. Vielleicht mache ich das am Ende auch nochmal. Einfach kommen am Ende der Folge. Hängen wir jetzt einfach nochmal dran, da ich es am Anfang nicht gemacht habe, da wir direkt los mussten. Ah, nochmal Fernverkehr. Ganz schön Verkehr hier, ne? Viele HST-Züge hier. Aber gut, morgendlicher Verkehr. Wir sind, glaube ich, einer der wenigen Züge aus London raus, werden die wahrscheinlich auch nicht so stark genutzt werden. Ich vermute, dass die Züge eher London rein nach London rein richtig stark frequentiert werden. So. Nochmal ein bisschen größerer Bahnhof. Ich kenne die Namen mittlerweile nicht alle. Also dazu bin ich bisher zu wenig in London gewesen. Ich war einmal in London. Aber da war ich das auch schon. Bestimmt. Also 8 bis 10 Jahre wird es her sein. Keine Ahnung, war ein Schüleraustausch. Ich weiß noch nicht mehr genau, in welcher Klasse ich da war. Also 8 bis 10 Jahre müsste passen. So. Ah, geile Atmosphäre. Ich kann es nur wiederholen. Ich liebe diese Art morgendlich und Schnee. Eigentlich was Schöneres. Von der Atmosphäre her gibt es wenig. Finde ich sehr cool. Aber es bleibt alles grün vor uns. Das heißt, wir haben unseren Begleiter, unseren Vorfahrer wahrscheinlich entfernt. Oder es war wirklich, dass er einfach nicht gedacht hat, dass wir so schnell sind. Müssen nur dann beim Bremsen wieder aufpassen. Also vor Reading Zug wieder runterbremsen müssen. Aber das hat ja vorher auch ganz gut geklappt. So. Alle 0,8 Meilen ist hier. Ein Signal. Ich glaube, ich habe ganz guter Abstand, um den Zug noch runterzubremsen. Schwierig wird es, wenn wir mal Güterverkehr fahren. Also da dann wirklich pünktlich den Zug, wenn ein rotes Signal kommt, runterzubremsen, ist dann schon ein bisschen knapp. Man muss dann schon ein bisschen aufpassen. So. Jetzt kommen die Signale schon im geringeren Abstand, wie man sieht. Alles grün, alles gut.
Beziehungsweise jetzt ist wieder länger. Naja, ist kein normaler Signalabschnitt halt immer. Deswegen sind, glaube ich, auch immer zwei Signale gelb. Fordern. Ein rotes kommt hier. So. Wir sind gleich schon wieder bei unserer Höchstgeschwindigkeit, die wir haben sollten. Lass uns mal Leistung wieder ein bisschen rausnehmen. Radhüsenwender ist vorwärts, ist gut. Sollten wir auch behalten. 3. Mal Leistung auf 3. Und noch ein Fernverkehrszug. 7 Minuten haben wir noch, um anzukommen. Für 6 Meilen sollten wir mit 123 Meilen pro Stunde schaffen. Das ist die Höchstgeschwindigkeit dieser Zug. Schade, dass wir nicht so an uns vorbeirauschen lassen können. Das wäre als Kameraeinstellung noch sehr geil. Aber gibt es, glaube ich, nicht. Doch, da ist er. Die habe ich gesucht. Sieht geil aus, oder? Ja. Cool. So, jetzt geht's hier wieder durch den Bahnhof. Können auch mal. Oh, jetzt habe ich dir wahrscheinlich gerade die Ohren weggepustet. Nein, ich wollte eigentlich nur mal warnen, aber im Bahnsteig warnen ist dann schon auch gefährlich, wenn der da vielleicht irgendwie jemand sich erschreckt und dann in Richtung Zug springt vor Schreck, weil er gerade nicht orientiert ist, wo das Geräusch herkommt. Das ist, glaube ich, eher gefährlicher. Würde ich sagen, keine Ahnung. Na, wir haben noch weiterhin. Mit, oh, 95, da habe ich nicht. Ich wollte es gerade schon sagen. Gerade als ich sagen wollte, irgendwann könnte jetzt auch mal so langsam der Bremsvorgang eingeleitet werden. Da tut es genau das. Warum kann ich einfach nicht hier rüber bremsen? Hm. Das nicht. Lass es lieber, weil irgendwie kann ich über Ü und Ö nicht bremsen, so wie das denn. Oh, wir sind ein bisschen viel jetzt. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weit runter. Wir haben immer noch 1,3 Meilen. Lieber zu früh als zu spät bremsen, ne? Nur für den Fahrplan ist das eigentlich nicht so gut. Ich vermute aber, dass wir danach direkt weiter bremsen müssen. Dass wir danach, dass der nach direkt wieder runtergeht mit der Geschwindigkeit. Ah, nochmal ein Regionalzug. 95 bleiben erstmal. Meilen noch. Das sieht sehr gut aus von der Pünktlichkeit her, glaube ich. Sehr, sehr gut. Oh, und gelbes Signal. Das liegt daran, dass wir so langsam jetzt mal für den Bahnhof bremsen müssten, bei 1,5 Meilen. Dass wir ja auch keine labanische Rotbremse machen. Dass wir ein bisschen entspannt ankommen. Und 60 haben wir jetzt schon gleich. So. Sind aber kurz vom Bahnsteig schon die 60. Meilen noch bis. Da jetzt sollten wir so langsam in die Bremse gehen, dass wir so entspannt da in den Bahnhof einrollen. 30 haben wir das schon. Jetzt sollten wir ein bisschen heftiger die Bremse anlegen. Damit habe ich jetzt nicht so schnell gerechnet. Ich will jetzt aber keine Vollbremsung hinlegen, ich glaube, das wird ganz gut. Jo. So. Wir machen die Bremse schon mal raus. Die 20 können wir auch gleich im Bahnhof bremsen, im Bahnsteig. So, was haben wir?
15, wir sind super pünktlich. 2 Minuten zu früh. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben jetzt gar keine Ansagen gemacht, aber das macht unser Zugbegleiter heute. Bei den Fernverkehrszügen brauchen wir das nicht machen. Ist sogar realistisch, dass das da nicht machen muss. Nahverkehr kann ich mir sehr verstehen. Aber wir machen es ja in Deutschland ICE auch immer. Aber trotzdem. So, wir wollen ja ein bisschen langsam mit der Bremse. So, zwei. Ein bisschen noch. So. 100 Meilen, 100 Yards noch. Sehr schön. Jetzt war ein bisschen weit. Jetzt sind wir ein bisschen weit rausgerollt. Das kann nicht wahr sein. Ernsthaft? Oh, da war das Signal schon. Ich da wollte ganz genau halten und da war das Signal direkt schon. Gut, ja. Das hat mal wieder super geändert. Da bin ich so gut gefahren, die ganze Folge, und dann passiert wieder so ein Quatsch. Ja, hat uns keine Punkte gebracht, die Fahrt. Aber ich hoffe, sie hat trotzdem Spaß gemacht, euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und tschüss.